So, und herzlich willkommen zurück bei Minecraft, jetzt nach einer kleinen Aufnahmepause. Und jetzt muss ich natürlich erstmal... Ja, fängt gleich wieder gut an. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wo waren wir denn, was haben wir denn gemacht? Wir hatten hier alles schon zugebaut, ne? Also alles hier schon gemacht, genau. Das Portal ist eingemauert und jetzt, wollte ich als nächstes mal hier so in die Richtung gehen, aber ich weiß noch nicht genau, wie weit wir da gehen wollen. Ach! Ich glaub's ja nicht, der alte Muffin hier. Ja, ja, krieg dich mal wieder ein. Ich würde gern da vorne... Darf ich jetzt? Hallo? Schießt du mich auch nicht ab? Doch, du siehst mich doch gleich wieder. Ich sehe es doch schon. Lass mich! Hallo? Hallo? So, ich würde gerne... Ich bin mir da noch gar nicht so sicher, ob wir das irgendwie hinkriegen. Hallo? Hier? Hier? Nein? Gut. Ich würde gerne... Pass mal auf, ich zeige euch das am besten mal. Ich würde gerne hier rechts irgendwo raus... Denn ich erinnere mich, da war auf jeden Fall irgendwie ein Plateau, wo wir hin konnten, aber... Wir sind ja auch ein bisschen ungünstig gestartet, muss man ja auch mal so sagen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo und ob wir hier überhaupt rauskommen. Ja, 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 jetzt grunzt ja auch noch wieder einer rum. Ich war's jedenfalls nicht, ausnahmsweise mal so... Da vorne haben wir einen Stamm von Zombie-Pigman und... Hallo. Da sprengt ihr mal eben die Wand weg. Das finde ich aber nicht sehr nett von dir, Kollege. Ja, das ist nicht sehr höflich, wenn ich das mal so sagen darf. Das Problem ist nur... Wo ist er denn hin? Hallo. Hallo. Da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Ich bleib hier erstmal ein sicherer... Verwahrung und ich mache das mal folgendermaßen. Pass mal auf, hier muss ich vielleicht wieder zubauen. Dann gehe ich mal ein bisschen hier so lang. Ich probiere es hier nochmal da durchzukommen und mit ein bisschen Glück. Eieieieiei. Ich habe das Gefühl, wir werden auf jeden Fall noch gegrillt und wir haben natürlich, wir müssen vorsichtig sein, weil wir nichts zu essen dabei haben. Wir machen hier strenge Brigitte-Diät. Notfalls können wir uns hier ein paar Schweine abschlachten und ein bisschen... Ich finde es ein bisschen kannibalisch, wenn man den Zombie-Pigman da irgendwie so umbringt. Erstens ist das Fleisch ja schon weit über dem Haltbarkeitsdatum. Und zweitens kommen wir hier jetzt übrigens raus. Hallöchen, mein Bester. So, da vorne kommen wir zum Plateau. Allerdings will das scheinbar nicht jeder. Gut, wir werden uns auf jeden Fall noch was überlegen müssen, aber auf jeden Fall wissen wir, dass der Weg bis hierhin gepflastert werden muss. Und da mache ich jetzt mal Folgendes, ich gehe mal hier rein. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, ich versuche mal hier die natürliche Schönheit der Natur zu bewahren, indem ich hier einfach wieder den gesamten Gang zuschaufle. Doch, das ist ja nicht mehr so weit. Naja. So, war jetzt natürlich auch blöd und eigentlich würde ich gerne, ganz ehrlich gesagt, hier kann ich auch mal zuschaufeln, hier gibt es eh nichts Spannendes. Was ich ja gerne machen würde, das ist ja... Mann, die können auch nie die Fresse halten. Du quengelndes Kind, halt die Schnauze! Ich habe immer Angst, dass es hier trotzdem gleich reinsemmelt, aber zum Glück sehen die uns ja nicht. So, ich würde gerne, ganz ehrlich gesagt, den Gang bis da hinten durchbauen. Und das Ganze natürlich dann völlig unbescheiden wieder einmal in einer viel zu großen Version. So, mal schauen. Ich werde das etappenweise machen. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für euch, ne? Aber, naja, ist ja Let's Play Minecraft und bei 30 Millionen Folgen. Wie gesagt, da kann nicht immer jede Folge spannend sein. Wie zum Beispiel auch diese wird total unspannend werden.
Gronkh, du bist voll langweilig geworden. Du baust ja nur noch. Führ doch mal einen Atomkrieg oder bau doch mal ein Space Shuttle und erforsche den Kosmos. Ja, würde ich gerne tun. Oh, Moment. So, ich möchte die richtige Taste drücken, denn ich sitze schon wieder vor dem Mega-Mikrofon und da ist es mal ein bisschen schwierig, die Tasten zu sehen. So. Das sieht doch soweit schon mal sehr gut aus. Jetzt machen wir hier mal einfach diese Doppelriege. Dann haben wir zumindest schon mal die erste Wand. Und somit entsteht dann ein sehr großzügiges Plätzchen, möchte man sagen. Huch, nee. Lalalala. Ja, wir befleißigen uns hier des fröhlichen Bergwerks. Das macht ja nichts. Vielleicht können wir ein bisschen singen. So, hi ho, hi ho. Passt ja auch sehr zu dieser Höllenatmosphäre und zu dem dauernden Gegrunze und Gequengel und... Du kannst doch jetzt nicht einfach aus dem Nichts auftauchen, du Arsch. So, noch jemand. Nein, gut, das war's. Damit haben wir jetzt zwei Schnitzel und sind notfalls auch in der Lage, uns hier eine kleine Verköstigung zu gönnen. Einen leckeren Schmaus, sozusagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Gewimmer geht einem doch langsam ein bisschen auf den Sack. Und ich bin versucht, mal ganz kurz auf Dingens zu schalten, auf Peaceful, damit man das Genöle hier nicht ertragen muss. Weil hier passiert ja eh nicht viel. So, la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 . So, na, jetzt hier. Ach, Moment. Haben wir noch? Ja, wir haben noch. Gott sei Dank. Und das Ganze jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Den Ausgang, den bauen wir einfach zu. Der war eh nix. So, na. So. Das sieht ein bisschen aus wie ein roter Teppich, was theoretisch sehr schön ist, aber man sieht, da spawnen ja gern die Zombies, Zombie-Pigments drauf, sozusagen. Also die Schweinepriester. Ich nenne jetzt einfach die Schweinepriester spawnen da drauf. Und deswegen möchte ich die nur sehr ungern in der Behausung haben. Das täte mich dann doch schon irgendwie stören. Stellt euch mal vor, ihr sitzt zu Hause gerade ganz gemütlich beim Kaffeechen oder bei der Cola und plötzlich taucht ein Schweinepriester auf. Der schaut euch an und sagt... Das wäre doch ganz schön ätzend. So, jetzt haben wir übrigens nicht mehr genug Cobblestones. Fällt mir gerade auf. Komische Musik übrigens. Was ist denn das gerade? Ach, The Abyss. Ah, hervorragender Film. Hab mich ja schon mindestens 3000 Mal erwähnt. So, hallo Cobblestones. Ihr kommt mal mit mir. So, das Ganze hier können wir natürlich auch ein bisschen interessanter gestalten. Das muss jetzt nicht einfach so was Simples sein, so ein simpler Durchgang. Es gibt Möglichkeiten, wie man sich das Ganze ein bisschen, naja, verschönern kann. Und da fällt mir ein und auf, wir müssen ja auch noch hier oben. Dramatische Musik beim Deckenbau. Beim Deckenbau. Beim Deckenbau. Beim Hagebaumarkt. So, das kommt weg. Das kommt dann auch weg. Dann kommen wir das hier weg und das hier weg. Und dann machen wir uns hier so eine richtig schnieke... Na, wir machen uns hier so eine richtig schnieke Bude. Ihr wolltet ja unbedingt in die Hölle gehen, in den Nether. Ach Mensch. Fast ein bisschen ein kleines Lieblingslied. So, und wir werden jetzt natürlich ein bisschen eine Weile hier unten bleiben und werden was Richtiges aufbauen. Und ich habe da natürlich schon was vor. Das könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass ich hier nicht einfach so grundlos baue. Huch, war das richtig? Nein, das war nicht richtig. So, hinfort. Der Grund, warum ich hier so langsam scrolle, ist, weil ich das Inventar hier nicht so richtig sehe übers Mikrofon. Ach Mensch, das... Ja, das ist doch wohl nicht wahr. So, ich muss mir mal angewöhnen, hier mit Hotkeys viel mehr zu arbeiten. Das ist eh so eine Nicht-Angewohnheit von mir.
Das sollte ich mal machen. Mal gucken. Jetzt so. Ja, da muss ich mir nur merken, wo die liegen. Aber ich brauche sowieso noch die Pickaxe nochmal. Die auch schon wieder hinfort ist. Was ist das denn? Mann, diese billigen Dinger. Und nach der Spieluhr von Alma hören wir jetzt auch noch die Spieluhr von Alice. Das ist doch mal angenehm. Und zwar nicht von Alice Madness Returns, sondern vom Originalspiel American McGee's Alice. Das übrigens auch unglaublich geil ist und das ich auch unglaublich gerne mal let's playen möchte. So, Moment. Zack. Ich brauche dringend eine bessere Lösung mit dem Mikrofon. Das geht so nicht. So, jetzt haben wir hier schon langsam eine kleine Behausung. Sieht zwar schon mehr aus wie ein U-Bahn-Tunnel hier inzwischen, aber vielleicht könnte man da sogar einen draus machen. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Das haben einige Leute bei sich auch, dass sie die Hölle sozusagen als Schnelltransportsystem benutzen. Das könnten wir hier eigentlich auch machen. Die Frage ist dann nur, wohin soll denn dieses Transportsystem überhaupt führen? Wir können es ja mal den Spaß machen. Wir können ja mal irgendein anderes Portal hier irgendwo aufbauen und gucken, was passiert. Kollege. Gut, ich wusste nicht, dass die auf Cobblestone spawnen übrigens. Aber somit haben wir hier eine sichere Fleischquelle, die ab und zu mal auftaucht. Naja, was soll's. Gibt's Schlimmeres, solange die nicht angreifen, ist ja alles gut. Und das tun sie ja nicht, die sind ja lieb, die wollen nur spielen. Und ein bisschen Liebe wollen die auch haben. So, dann latsch doch mal ein bisschen schneller, Kollege. Hier, so. Und dann bauen wir hier die Decke zu und vielleicht mache ich dann das, was ich davor hatte. Na. Also solche Wege... Ja, na toll, wollte ich gerade erzählen. Solche Wege zu bauen, das ist ja inzwischen schon eine meiner leichtesten Übungen. So. Ist aber jetzt auch nicht künstlerisch hochwertig. Das heißt, wir machen hier ja noch nichts großartig. So. Moment. So, da und da. Und dann können wir hier einfach mal zubauen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie weit müssen wir denn noch? Das ist nicht mehr so weit, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, das war doch hier. Ich laufe gerade mal eine Runde. Jo, das war hier. Ja, da sind wir schon fast durch. Das heißt, so weit müssen wir gar nicht mehr. Ich könnte jetzt... Ich will sogar. Das ist 3 breit. Dann mache ich hier auch mal 3 breit. Das mache ich sogar jetzt schon mal. Obwohl, nee, ich mache das noch nicht ganz bis zum Ende. Ich mache so bis kurz vorm Ende. Und dann mache ich da vorne erstmal einen Abschluss, weil ich will nicht, dass hier aus Versehen so ein Gast reinfliegt. So ein garstiger Typ. Das wäre voll doof. Weil die benehmen sich immer wie eine offene Hose und das will mir dann nicht. So, jetzt müssen wir uns nur bald wieder neue Spitzhacken bauen, ne? Wisst ihr Bescheid? Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, hier... Ja, das mache ich mal hier in die Richtung und dann zack, zack, bauen wir uns in die andere Richtung wieder zurück. So, Spitzhacke, du hältst hoffentlich noch ein bisschen aus, aber wir werden eh neue brauchen, weil wir hier unten also viel weghacken. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. So, haben wir da aus Versehen was weggehäckselt? Naja, macht ja auch nichts. Da kommt eh Stein rein. Und dann räumen wir hier mal den Restplunder weg. Ich frage mich gerade, ob es irgendwelche aktuellen Themen gibt, die man anschneiden kann. Aber mir fällt da immer so... Gerade fällt mir da gerade überhaupt nichts ein. So der übliche Quatsch, weiß ich nicht, bla... Bill 978 oder wie die heißt, aber da würde ich lieber einen Let's Talk zu machen. Da wurde ja auch schon ein paar Mal gefragt, was ich davon halte. Aber ganz ehrlich, das ist ja noch alles ferner liefen. Das betrifft uns noch lange nicht.